das gibt's ja eh nicht mehr so, oder? So, dass Frauen einer Mo als Gewand herrichten, oder? Gibt's, glaube ich, einzeln noch. Einzeln gibt's es. Einzeln gibt's immer alles. Aber ich meine jetzt so im Großen und Ganzen. Früher war das gängige Praxis. Und so ist es nicht mehr. Also da hat sich einiges getan. Bin ich auch wirklich froh, weißt du, seit den 80er Jahren, darf ich mal sagen, weißt du, Gleichberechtigung zwischen Mann und, wie heißt es? Frau, zwischen Mann und Frau hat sich einiges getan. Doch, auf alle Fälle. Sie müssen ja bloß einmal in einen Drogeriemarkt reingehen. Ging also mal rein. In einem Drogeriemarkt sind inzwischen ganze Wände sind voll mit Pflegeserien für Männer. Pflegeserien für Männer. Was hat denn früher ein Mann für eine Pflegeserie gehabt? Stickel Kernsorf von einem Waschlappen. Und ein Waschlappen hat das ganze Dorf hergenommen. Ja, so war das. Der ist am Marktplatz, am Brunner gelegen. In der Früh sind sie alle hier und haben sich einmal durchgerannt. Also, das ist, ja, hilft ja nichts. Das war so, ja. Jedenfalls in Ingolstadt. Und gut, aber Pflegeserien. Ich frage mich aber auch manchmal, diese Männer, die solche Pflegeserien hernehmen, sind das dann halt eigentlich diese neuen Männer? Oder da hat es einmal so eine Forderung gegeben, gell, dass wir irgendwie neue Männer brauchen. Das war so 80er Jahre, darf ich sagen, hat es einmal so eine Schlagersängerin gegeben. Wenn Sie sich erinnern, das war so eine kleine mit so ganz kurzen, abgefressenen Haaren. Und Ida Schumacher, nein, hat sie geheißen. Ina Deta hat es geheißen. Und die hat doch so ein Lied gehabt. Neue Männer braucht das Land. Im Text ist immer vorgekommen, ich schreib's an jede Wand. Neue Männer braucht das Land. Weißt, im Sinne von weg endlich mit diesen blöden Unterdrückerschweinen. Wir brauchen neue Männer. Männer, die sagen, Schatz, macht's da was aus, wenn es jetzt im Wohnzimmer ein bisschen lauter wird. Weil ich mir halt nur Staub sagen, bevor ich in der Küche weitermache. So ja nicht. So ja nicht, Männer. Wobei ich mir aber auch nicht sicher bin, ob das dann diese Männer, die so sind, ob das dann wirklich auch diese Männer sind, die letztendlich von der Damenwelt bevorzugt werden. Beziehung zwischen Mann und Frau ist unglaublich schwierig. Ich glaube, es ist das Schwierigste auf der Welt. Und ich habe jetzt übrigens rausgefunden, und ich war überrascht vom Ergebnis, am Mann liegt es nicht. Dass da irgendwie bloß die Hälfte klatscht. Und, nein, wirklich jetzt, ohne Schmarrn, ich war ja auch total überrascht. Am Mann liegt es wirklich nicht, weil es ist doch so. Es ist doch so, wenn ein Mann und Frau eine Beziehung eingehen, dann dauert es doch nicht lang, dann sagt der Mann, Schatz, sag mir einfach, wie ich sein soll. Ich glaube, das ist das Gescheitste. Du sagst mir jetzt, wie ich sein soll, und dann bin ich so, und dann gibt es ja keine Probleme mehr, oder? Und genau da fangen die Probleme an. Weil, frag einmal eine Frau, wie schaut dein Idealmann aus? In der Regel sagen solche Sachen wie zum Beispiel, ach ja, also ich finde, er muss sowas darstellen, also er muss größer sein wie ich und so muskulös und ein bisschen einen Waschbrettbauch muss er haben. Und ich sage immer, er darf ruhig auch ein bisschen ein Macho sein. Also ein Macho darf er schon auch sein. Aber sensibel. Er muss sehr sensibel muss er sein. Er muss über seine Gefühle reden können. Und ich habe nichts dagegen, wenn ein Mann ab und zu einmal weint. Ich darf das kurz übersetzen. Frauen wollen so eine Art Bruce Willis, der den ganzen Tag blickt. Liebe Damen, Sie müssen jetzt ganz stark sein. So einen werden sie nicht kriegen. Da schaut es ganz schlecht schaut's da aus. Wahrscheinlich kriegt man sogar einen, der bloß den ganzen Tag blickt. Verstehst? Und den will man dann auch nicht. Den haut man dann aus, dass er die Schuhe und Strümpfe verliert. Verstehst?
der fliegt hinaus wie die Scheiße aus der Gans. Das ist ja logisch. Verstehst du? Gottes Willen.